Lieber Student, heute behandeln wir auf der Grammatiktafel 19d den Konjunktiv 1 für die indirekte Rede. Das haben wir schon gehört auf der Tafel A. Also der Konjunktiv 1 ist vorbehalten der indirekten Rede. Aber es wird ein bisschen kompliziert. Wir müssen unterscheiden, bei der indirekten Rede ist der Konjunktiv 1 eindeutig, dann steht nur der Konjunktiv 1. Und eindeutig ist der Konjunktiv 1 immer im Singular. Bei allen Verben gleichgültig, ob stark oder schwach. Beispiel, direkte Rede. Peter sagt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, ich lese das Buch. So, jetzt heißt die indirekte Rede, Peter hat gesagt, er lese das Buch oder mit das, Peter hat gesagt, dass er das Buch lese. So, komplizierter wird es, wenn der Konjunktiv 1 gleich dem Indikativ ist. Das ist zum Beispiel bei allen Verben im Plural der Fall. Verändern wir den Satz ein bisschen. Peter und Maria, also die beiden sagen, Doppelpunkt, wir lesen dieses Buch. Indirekte Rede, Peter und Maria haben gesagt, sie lesen das Buch. So, jetzt ist Lesen gleich dem Indikativ Präsens. Die Regel lautet, jetzt nehmen wir den Konjunktiv 2. Also, Peter und Maria haben gesagt, sie lesen mit Umlaut das Buch. Jetzt steht der Konjunktiv 2. Weiter, ist der Konjunktiv 2 gleich dem Indikativ Präteritum? Und das ist der Fall bei allen schwachen Verben, zum Beispiel kaufen. Peter und Maria sagen, Doppelpunkt, Anführungszeichen, wir kaufen dieses interessante Buch. Indirekte Rede, Peter und Maria haben gesagt, sie kauften dieses interessante Buch. So, jetzt wissen wir nicht, ist es Vergangenheit oder indirekte Rede, denn kauften in der dritten Person Plural ist gleich dem Indikativ Präteritum. Jetzt nehmen wir die Form würden plus Konjunktiv 2. Also, Peter und Maria sagten, sie würden dieses interessante Buch kaufen. Oder Peter und Maria sagten, dass sie dieses interessante Buch kaufen würden. Dankeschön.